Ihr 30-Jahr-Jubiläum feierte die Firma Maschinengeiler aus Kötschach. Grund genug, um dies im Rahmen einer großen Hausmesse gebührend zu feiern. Und wenn Stefan Geiler ruft, dann kommen alle aus nah und fern. Es ist alles voll in Laufen. Wir haben wahnsinnig viele Leute da. Es ist Wahnsinn, wie es zugeht momentan. Der Lontium-Bier-Lieferant, der kommt nicht nach mit dem Anliefern. Es ist echt ein Wahnsinn. Es ist super. Wir haben momentan ein Frühschoppenkonzert. Jetzt sind gerade die Oldtimer-Traktoren von Birmlach hergekommen, die auch ihre Traktor ausstellen. Ja, natürlich präsentieren wir dann Traktoren, Landmaschinen, Forst- und Gartengeräte, die automatischen Geschichten für Haus und Garten, dann Sicherheitskleidung, Garagentor, Aktion jetzt mit 40% während der Messe und da die zwei, drei Wochen danach. Ja, eigentlich alles voll super. Damals haben wir angefangen mit zwei Lehrlingen und einem Gesell. Und da vorne ist einer noch bei mir, ist der Seibert Michael, der ist jetzt 30 Jahre bei uns tätig. Und der Katschnik Herbert, der ist mittlerweile 20 Jahre bei uns. Das heißt, die Firma hat sich ständig weiterentwickelt in all den Jahren? Wir haben uns ständig weiterentwickelt. Wir haben angefangen mit drei Leuten und sind mittlerweile auch nicht 20. Und das wird auch viel übers Internet auch schon verkauft? Ja, natürlich. Wir haben einen Online-Shop, wir vermarkten die Gebrauchmaschinen übers Internet. Und das geht eigentlich sehr gut. Wir haben Bestellungen von ganz Europa. Also ist echt voll cool. Und es gibt ein Video, das der volle YouTube-Hit geworden ist. Und das kannst du selber nicht erklären. Ja, das kann ich mir nicht erklären. Habe ich mit dem Handy gefilmt. Eine normale Geschichte. Und habe mittlerweile 2.800.000 Klicks. Wie geht's weiter bei euch? Ja, jetzt werden wir schauen, dass wir die Messe gut umbringen, noch sehr viel verkaufen und da hinten noch die ganzen Adressen aufarbeiten und da die Abschlüsse hoffentlich zustande bringen. Und dann geht es jetzt schon wieder weiter, Saison und ja, dann sind wir, Herbst sind wir wieder in Hannover, schauen, einkaufen. Im Juni, nein, im Mai eigentlich, sind wir auf der Expo in Mailand da ein bisschen vertreten. Ja, das ist schon das nächste Highlight für uns, sag ich mal. Michael Seibald ist vom ersten Tag an in der Firma tätig. Zu dritt haben wir angefangen mit dem Chef vier Leute. Ja. Und es ist sicher nicht leicht gewesen, sagen wir, auf das, was der Chef da angefangen hat, aus denen sagen wir, richtig was Großes zu machen, so wie es eigentlich jetzt dann ist. Weißt du? Das ist eine schwierige Zeit gewesen, aber er hat sich auch gemäusert. Ja. Also mittlerweile hat es sich ganz schön entwickelt. Ja, ja. Und wird sich weiterentwickeln, wir bauen wir dazu. Eine junge Chefin haben wir, ganz eine nette. Also geht es weiter, das ist ein Traum. Ja. Gibt es so Sachen, an die man sich gerne zurückerinnert? Ja. Ja. Was zum Beispiel? Mein Gott, ich sag, die alte Schmiede haben wir gehabt. Geschmiedet haben wir bis in die Nacht. Also das war ein Traum, viel gelernt. Von den alten Gesellen noch viel gelernt. Ja. Ja, und jetzt dann entwickelt sich das immer weiter? Und das entwickelt sich weiter. Wir haben super Techniker, wir gehen ständig auf Kurse und jeder hat sein Fachgebiet. Meins ist zum Beispiel Husqvarna und das Ring und die Eltern Traktor und das. Und seit über 20 Jahren arbeitet Herbert Katschnik im Betrieb. Ja, 21 Jahre war ich heuer voll in der Firma als Mechaniker und ja. Hat mir immer wieder getaugt und taugt mir neu. Du hast das auch so mitgekriegt, wie die Firma groß geworden ist. Wie war denn das so? Ja, am Anfang waren wir echt ein paar Leute. Ja, und das ist kaum vorstellbar, dass es so groß geworden ist. Für was bist du in der Firma zuständig? Ja, Reparaturen, Traktoren, größere Maschinen halt. Aber es ist auch bei den Traktoren schon eine komplexe Geschichte geworden, oder wie hat sich das bei den Traktoren entwickelt? Ja, es ist umfangreich und sehr viel Elektronik. Könnte schon bald in die Mechatronik lieber. Musik
Partnerschaften sind in der Geschäftswelt besonders wichtig. Die Firma Prielmeier arbeitet bereits seit 20 Jahren sehr gerne mit Maschinengeiler zusammen. Ich habe den Vertrieb für ganz Österreich. Ich habe 70 Händler ungefähr. Aber muss ehrlich sagen, der Stefan, der Geiler, ist einer von den liebsten Kunden. Er ist freundlich, er ist nett. Er kommt mit den Leuten sehr gut umgehen. Das kommt von Herzen von ihm. Und es ist immer wieder freut, dass man zu ihm kommt. Und speziell zu seinem Jubiläum, zu seinem 30er, wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Und weiterhin wünschen wir uns einfach eine Zusammenarbeit mit ihm. Rasenmäher sind beliebt bei allen Gartenbesitzern. Immer mehr geht aber der Trend hin zu den automatischen Mähern von Husqvarna. Die erledigen die Arbeit ganz von alleine. Ja, ist ein absoluter Trend, also was sehr, sehr gut angenommen wird, was sich auch bewährt hat über die Jahre, und ja, es wird immer mehr. Was ist so das Spezielle bei diesen Automower? Es ist ein vollautomatischer Rasenmäher, also gesagt, man stellt die gewissen Zeiten ein und der Mäher fort und man braucht sich um nichts mehr kümmern. Man sagt am Wochenende, wenn man heimkommt, hat man einen gemähten Rasen, man ist wetterunabhängig und das ist halt ja, eine gute Geschichte. Und das sagen auch die Kunden. Ja, wir haben schon viele Sachen gekauft. Sehr zufrieden sind wir mit dem Rasenmäher, haben wir angekauft, den automatischen. Und auch andere Sachen. Wir kaufen eigentlich alles von Geiler. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Was möchtest du noch? Traktor können wir keinen kaufen, weil man ja keine große Lampe schon. Wie ist er denn so, der Stefan? Wohl, wir haben ein kleines Busunternehmen. Er fährt auch mit uns. Betriebsausflug macht er, fährt er mit uns und mit dem gut zusammenarbeiten sozusagen. Der ist ein richtiger Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann, der viele Kunden zu seiner Hausmesse anlockt. Nicht nur aus dem Gailtal, auch aus Osttirol oder dem Mölltal waren die Messebesucher angereist. Ich komme vom Mölltal. Wie bist du auf die Messe jetzt gekommen? Ja, ein Radio habe ich gehört dazu, nicht, aber eigentlich bist du da hergegangen mit St. Geiler, nicht? Kennst du schon? Ja, super, immer Werbung und so. Ah, viel gekauft schon, ja. Fällt nichts. Das heißt, die Kunden kommen auch vom Mölltal rüber? Ja, komme ich mit wohl her, nicht? Das würde ich sagen, ja. Auch die Kinder kamen auf der Messe nicht zu kurz. Für sie gab es ein eigenes Programm. Ob Go-Kart fahren oder eine Entdeckungsreise in Wikis Spielzeugland, für jeden war was dabei. Langweilig wurde keinem. Ja, wir haben eine Hüpfburg für die Kinder und gratis Überraschungen für die Kinder. Wir haben auch super Angebote und ja, alles, was man braucht. Und du bist selber auch schon fest in der Firma integriert? Ja, ich mache hauptsächlich das Marketing und im Büro ein bisschen mitarbeiten. Und auch in weiterer Folge dann später einmal den Betrieb übernehmen? Werde ich machen, ja. Voraussichtlich. Das hast du dir schon angedacht und du bist da schon noch fest mit dabei? Ich habe Interesse dran, ja. Das taugt mir. Und werden wir schauen, ja. Ja, ist ein großer Betrieb, der sich entwickelt hat. Wie hast du das so miterlebt? Ja, ich bin von klein auf im Betrieb aufgewachsen. Habe immer alles mitgekriegt, wie das abläuft, wie man das macht. Und ich habe Interesse daran entdeckt und ja, ich werde daran arbeiten, mich weiterzubilden. Dass es die nächsten 30 Jahre dann auch weitergeht. Genau. Die zukünftigen Landwirte brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Sie können ihre Land- und Forstmaschinen auch in den nächsten Jahrzehnten bei der Firma Geiler kaufen. Die vielen Besucher wurden auf der Hausmesse auch kulinarisch bestens versorgt. Das Wetter spielte ebenfalls mit, so konnte man bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen die verschiedensten Geräte begutachten. Die Firma kann zufrieden auf ein ereignisreiches Wochenende zurückblicken. In 2 Jahren steht dann die nächste Hausmesse am Programm.